Die Nordbahntrasse in Wuppertal ist ja längst zu einer der Attraktionen der Stadt geworden. Aber seit ein paar Tagen ist sie mal wieder unterbrochen. Die Stadt lässt in Wichlinghausen die Brücke über die Max-Planck-Straße abreißen und neu bauen. Mit der Begründung, das Bauwerk ist marode. Für die Nutzer der Trasse ist die Baustelle ein Hindernis, das sehen wir hier. Für die Wuppertal-Bewegung sogar ein richtig großes Ärgernis. Die Initiatoren der Trasse sagen nämlich, dieser Abriss ist völlig überflüssig. Mühsam, aber unerbittlich bohrt sich der Abrissbagger in das alte Mauerwerk der ehemaligen Eisenbahnbrücke. Für Lutz Essrich von der Wuppertal-Bewegung ist das Ganze vor allem ein trauriger Anblick. Sehen Sie, wie viel Energie der Bagger mit seinem schweren Pressluftmeißel einbringen muss, um ein paar Ziegel herauszulösen. Es kann also nicht sein, dass die Brücke bei der leisesten Berührung angeblich zusammenfällt und nicht mehr reparabel sei. Ja, gucken wir mal, da kommt nichts. Lutz Essrich ist überzeugt, dass es gereicht hätte, die Brücke neu abzudichten und zu sanieren. Solche Brücken stehen in Südfrankreich und in Italien über 2000 Jahre und die stehen auch in den nächsten 500 Jahren noch. Ist die Brücke tatsächlich nicht zu retten? Schließlich muss sie keine tonnenschweren Eisenbahnen mehr aushalten, sondern nur Radfahrer und Fußgänger. Aber die Stadt bleibt dabei, die Brücke muss weg. Vom optischen Schein, wenn man sie sich einmal genau anguckt, ist sie definitiv kaputt. Man sieht herausgebrochene Steine. Es gibt einen Prüfbericht vom Dezember 2015, der deutlich sagt, die Brücke ist in einem sehr desolaten Zustand und es muss dringend etwas getan werden an dieser Brücke. Also einfach nur nach oben wieder abdichten ist keine Option. Die Rechnung der Stadt ist klar. Eine Sanierung wäre viel teurer als Abriss und Neubau. Stimmt nicht mehr, sagt allerdings die Wuppertal-Bewegung. Sollte das Ganze nämlich vor 3 Jahren noch 440.000 Euro kosten, geht die Stadt inzwischen von Mehrkosten von 273.000 Euro aus, macht summa summarum 713.000 Euro. Und damit wäre eine Sanierung vielleicht doch günstiger gewesen. Und schöner sowieso, sagen die, die die Trasse nutzen. Eigentlich völlig unnütz und schade, dass diese schöne alte Brücke, die noch einen guten Grundlagen hat, für die nächsten 100 Jahre abzureißen und dafür so eine einfache Betonkasten reinzusetzen, der mit Sicherheit nicht 70 Jahre hält, wie sie Stadt versprochen hat. Das ist normalerweise umsonst weggeschmissene Geld, welche Stadt Wuppertal braucht. Ich kann nur nicht verstehen, dass sich da nicht mehr Leute gegen wehren. So. Ja, weil es so offensichtlich ist, irgendwie, dass das dumm ist. Das Ingenieurbüro, das die Zahlen vorgelegt hat, habe ein Interesse daran gehabt, Abriss und Neubau schön zu rechnen, vermutet Lutz Essrich. Es bleibt so ein gewisses, in Anführungszeichen, Geschmäckle, Anführungszeichen, weil der gleiche Planer, der für den Abriss plädiert hat, jetzt auch den Neubau betreut. Ein Ingenieurbüro kann keine Zahlen einfach so aus irgendwelchem Nirvana schöpfen, sondern muss sich an konkrete Tabellen, an konkrete Maßgaben, an konkrete Vorlagen halten. Das hat nach städtischer Meinung dieses Ingenieurbüro getan. Davon gehen wir aus und deswegen sehen wir diese Kostenschätzung auch als seriös an. Seriös oder nicht, der Bagger jedenfalls hat inzwischen Fakten geschaffen. Die Brücke über die Max-Planck-Straße ist wohl nicht mehr zu retten.